Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich noch mal kurz was zeigen. Das ist euch bestimmt auch schon jetzt gerade aufgefallen. Und zwar hat sich die Qualität mächtig verbessert. Und hey, wo sind denn die Balken links und rechts? Also für die, die auf den 16:9er gucken, die sind weg, denn ich nehme jetzt auch endlich in 16:9 auf. Und ja. Also, da fangen wir gleich mal an. Also, wir müssen ja zur Forschungsbasis hoch, ne? Aber erstmal, guck mal, was haben wir denn da? So. Hey, wir haben einen von 4 Geocache gefunden. Und, ja, also, wir haben schon 4 von 15. So, ja. Ein bisschen holprig der Start, was? Ach, ich gucke mal nach links, obwohl der Bildschirm gerade aus ist, der Zweitbildschirm. Das geht gerade aus irgendeinem Grund nicht. Darum nehme ich hier gerade ein bisschen blind auf. Ich hoffe, es klappt alles. Aber sieht gut aus. So. Also, was haben wir denn hier drin? Ja, wir sollten zwar eigentlich zur Forschungsbasis hoch, aber hey, wir haben ja Zeit. Okay, das ist voll. Einmal hier drunter her. So. Ja, hier so durch. Wo führt denn der Gang hin? Das würde ich euch jetzt gerne mal wissen. Hey, was haben wir denn da? Oh, okay. Das ist so ein kleiner Übergang. Ach, Mädel, ich sehe nichts. So. So. Einmal darüber spannen. Und dann jetzt einmal alle. Und so, rüber. Perfekt. So. Hui. Also, was haben wir denn da hinten? Hier ist... Ist das eine Boje? Das sieht sehr stark nach einer Boje aus. Da ist Feuer, das ist allerliebst. Einmal hier so lang. Hey! Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. Okay, sehr interessant. Und hier ist ein Lagerplatz. Da gucken wir gleich mal. Wenn die Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Sias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Okay. Also, wir haben 211 Bergungsgut. Ich glaube, damit lässt sich nichts verbessern. Ich kann vielleicht nochmal durchschauen, aber nein, das geht nicht. Nee, mit 211, das ist zu wenig. Das ist auch, oh, 400, 350. Nee, hier lässt sich, glaube ich, nichts großartig verbessern. Naja, machen wir erstmal weiter. Also, was haben wir denn hier? Ist auch so ein... Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Ja. Könnte durchaus sein. Hey, hieran kann man drehen. Was passiert denn, wenn man dann dreht? Hallo. Ja, ach so. Ja. So. Okay. Da hoch. Ah! Guck mal, da kann man so rüber. Und da kann man bestimmt dran ziehen, oder? Los. Ah, okay, und jetzt schwenkt das anscheinend so rum. Und jetzt kann man da... Nein! Okay, das war wohl nichts. Nochmal da hoch. So, Mädel. Ja, perfekt. Und ja, jetzt einmal da. So. Mal gucken. Ich glaube, da ist das richtige Timing von entscheidend, dass man es dann auch rechtzeitig macht. Warte, wir versuchen es nochmal. Dass man im richtigen Moment an das Rohr ranspringt, um dann halt da hinten hochzukommen. So. So, einmal da hoch. Perfekt. Und einmal rüber. Und ja, super. Und jetzt daran ziehen.
So. Ja, okay. So, jetzt. Nein. Das ist gar nicht mal so einfach. Kommt man da vielleicht so hoch? Nee, da kann man nicht dran springen. Warte mal. Okay, yes. Okay, hab sogar auf der Karte was geguckt. Ob da noch irgendwas Besonderes ist, aber ich glaube, da ist nichts Besonderes. Also nochmal. Also, ich glaube, der Weg ist schon so richtig. Aber das so umzuführen. Also, auszuführen. So. Ich guck nochmal was. Ich will kurz was gucken. Sorry. Okay, ist schon eingestellt. Gut. Nee, ich wollte gucken, ob die Auflösung richtig eingestellt ist. Also auf meinen jetzigen Monitor. Aber das ist. Oh, jetzt nochmal daran ziehen. Und nochmal das Ganze. Ich glaube, man muss so im richtigen Moment dran springen. Und dann über das Rohr dort, dann da an diese Kletterwand. So, jetzt aber. Und? Perfekt, wir haben es geschafft. Supi. Und da hoch. So. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Okay. Nahrungsmittel. Sehr grabmäßig. Los, ziehen. Und, was haben wir? Grab durchsucht. Tempel des Kremit. Hey, wir haben ein von drei Teile gefunden für die Handfeuerwaffe. Klasse. So. Und neue Koordinaten haben wir bekommen. Aber erstmal, kann man was verbessern? Hey, erstmal einen Fähigkeitspunkt eintauschen. Das machen wir auch erstmal sofort. Also, was nehmen wir denn? Jäger? Oder doch Überlebender? Oder doch eher Kämpfer? Ach komm, machen wir mal Kämpfer. Das ist, glaube ich, am nützlichsten. Auch so im Nahkampf vielleicht. Ausweichkiel. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Ja, das nehmen wir mal. Meistern wir mal. So. Also, das haben wir. Und wir haben 461 Bergungsgut. Damit lässt sie doch bestimmt wieder was anfangen. Ja. Gucken. Wollen wir die Handfeuerwaffe verbessern? Ein Schalldämpfer. Ist doch mal praktisch. Moment mal. Haben wir die nicht schon in der letzten Folge uns zugelegt? Also ein Schalldämpfer? Weiß ich gerade nicht. Ach komm, nehmen wir den jetzt mal. Haben wir jetzt nochmal. Naja. Schadet nie. Also, wir haben noch 111. Damit lässt sie nichts anfangen. Also, weiter. Also, zurück. Wir müssen jetzt hoch zur Forschungsbasis. Gut, einmal dorthin. Wieder zurück durch den Gang. Durch den engen Gang hier so durch. Hey, kann man da oben ran springen? Geht das? Ah, na los. Mädel, komm. Nein. Okay, geht nicht. Dachte. Aber es geht nicht. So, einmal da durch. Und dann hier so lang. Ja, so geht auch. Mach mal Licht an. Oh. Hallo? Fackel? Welche Taste war das jetzt? Ah, doch. Gut. Ist dann was. So. Karte aktualisiert. Drücken Sie Tabulator, um Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Also es gibt noch was verbessert? Ich sehe gerade nichts. Gut, also wir haben hier noch einige Geocaches, die wir sammeln können. Einige, aber naja. Ich glaube nicht, dass wir noch alle sammeln werden. Zumal es hier, wie gesagt, ich hab ja schon mal erwähnt, also, dass es so ein bisschen den Rahmen eines Let's Plays sprengen würde, wenn man hier wirklich alles raussuchen würde. Was ich irgendwie... Ich glaube, beim Nachfolger, Rise of the Tomb Raider, ja, da habe ich einmal komplett alles aus der Karte gesammelt. Und das war... Das hat jede Menge Arbeit gekostet. Also, bis ich da alles hatte, hat es gedauert, bis ich da alles hatte. Also, alle Items und so ein Kram aus der Karte. Und? Gibt's hier noch was? Hey, tatsächlich, hier ist noch weiteres Währungsgut. So.
Und da so hoch. Und hey, was haben wir denn hier? Ja. Hügelgrabräuberin. Aha, ist eine Herausforderung. Und das war 1 von 5. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Naja, komm, machen wir uns erstmal auf den Weg zur Forschungsbasis. Da muss ja irgendwie herauszufinden sein, woher die ganzen Stürme kommen. Ja, also einmal dort lang und gucken wir nochmal hier. Wenn wir hier schon sind, gucken wir hier, ob es hier auch noch irgendwas gibt. Hey, guck mal, da ist eine Tür. Na, die stemmen wir mal auf. Los, komm, und stemmen. Perfekt. Ja, ein leerer Raum. Naja, komm. Jetzt aber machen wir uns erstmal auf den Weg. Hey, guck mal, da hinten ist noch Bergungsgut. Das sammeln wir uns doch gleich mal. Schön zurecht sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. So, ja, ich mache mich ja schon auf den Weg. Ich glaube, wir müssen dorthin, oder? Ja, da ist das Ziel. Jo, da müssen wir hin. Aber erst, guck mal, was hab ich denn da noch entdeckt? Komm, da tun wir uns auch nochmal runter. So. Aha. Weiteres Bergungsgut. So, das haben wir jetzt. Bergungs, Bergungs, Bergungsgut. Bergungs, Bergungs, Bergungsgut. Jo, da sind noch Schweinis. Gut, die lassen wir mal in Frieden. Aber das hier, so was mal auf. Reißen. Los. Los. Und. Hey. Okay, hier mal dran stemmen. Los, schaffst du. Los, gleich hast du. Hey. Okay, der ist definitiv sicher. Ah, ich glaube, wir müssen da hochklettern, oder? Kann das sein? Ah, Tatsache. So, da hoch. Hey, hier kann man drauf stehen. Und jetzt da so lang. Und nochmal dran springen. So, perfekt. Jetzt nochmal ein Stückchen höher klettern. Und einmal rüber. Perfekt. Und nochmal hier so lang. So, da oben lang. So. Einmal um die Ecke rum. So. Und da oben hoch. An die Kante. Hey. Was gibt's denn hier noch alles so? Hey, da oben ist noch eine Kiste. Die holen wir uns doch gleich. So. Los, aufstehen. Schaffst du. Perfekt. Und wir haben weiteres Bergungsgut. So, perfekt. Das Lieblingswort von Cody. Hey, und Pfeile. Die können wir immer gebrauchen. Und was haben wir denn hier? Ja, Granaten sind voll. Natürlich sind Granaten voll, weil ich die total selten benutze. Naja. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da müssen wir hin. Jo, einmal dort an die Kletterwand ran. So. Und da ran springen und rüber. Über den Abgrund an die andere Felswand. Hui. So, und jetzt einmal da so lang. So, in die Ecke. Einmal rum und rüberjumpen. Und perfekt, das haben wir. Jetzt hier um die Ecke. Hoch zur Forschungsbasis. Und jo, perfekt. Super gemacht. Und jetzt da so hoch. Und da ran. So. Also. Wohin geht's als nächstes? Ist hier noch was? Ach, Tatsache. Da ist noch ein Dokument. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder?
Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Jo, ich glaube, dieser Whitman verliert so allmählich den Verstand. Also ich glaube, da ist so allmählich ein Fall für die Hab-mich-lieb-Jacke. Naja, machen wir das mal weiter. Wir müssen hoch zur Forschungsbasis. Ja, Whitman, du verlierst deinen Verstand, glaube ich. So, einmal da hoch, glaube ich, oder? Weil da so Markierung war. Hey, und ich glaube, wir müssen da lang, oder? Jo, und jetzt einmal da so rum. Oder? Jo, tatsächlich. Und jetzt hier hoch. Ich fürchte, wir müssen da hoch, oder? Ja, was soll's. Komm, einmal hoch. Jo, perfekt. So. Okay. Und einmal da so ranspringen. So, und jetzt einmal da hoch. Überlebensinstinkt? Okay, ich muss dahin. Der Abstand ist ein bisschen weit, finde ich. Also ich glaube nicht, dass sie da rüber springen kann. Aber vielleicht kann sie es ja näher ranziehen. Ich meine, wenn da so Seile sind. Los, was da? Los. Hey, Tatsache. Und daran. Los, Schaste. Super Mädel. Und jetzt wahrscheinlich die ganze Leier noch einmal. So, und nochmal dran ziehen. Los, kriegst du hin. Hey. Und. Nein, 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 nein. Ja. Da ist der Cody mal ein bisschen abgestürzt. Okay, nochmal. Nochmal mit Vorsicht dran ziehen. Los. Hey. Und jetzt rüber. Jo, super. In dem Moment, wenn es zu einem hinschwingt, da muss man dran springen, sonst verfehlt man's. So, nochmal ranziehen. Los. Und jetzt. Eieiei. Oh, rüber. Ja, jetzt da so hoch. Oh. Jo, ich glaube, das Ding ist abgestürzt. Ich denke mal, wir müssen dort an das Seil ran. Also, und los. Perfekt. Und rüber. Okay, Schrotflinten-Money ist noch voll. Ich denke mal, wir müssen da so rumklettern, würde ich jetzt mal sagen. So, und rüber. Hui. Und perfekt, Mädel. Und jetzt nochmal ran. Ja, machst du gut so. Und jetzt nochmal da so hoch. Ja, gut. Und jetzt die Leiter. Los. Und zack. Jo, perfekt. Und nochmal. Und oben. Hey, weiteres Bergungsgut. Das können wir immer gebrauchen. Was machen wir hier? Oh. Den Grab sind scheiß Boni. Weitere Solari. Keine darf rein oder raus. Okay, ich mach mal ein bisschen leiser. Das ist mein Kopf sogar noch ein bisschen laut. Ja. Ah, so, besser. Wir verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glaub einfach nichts davon. Scheiße! Ah, okay, den haben wir. Hier ist noch irgendwo einer. Oh. Ich glaube, ich hole hier mal eine etwas andere Waffe. So. Kommt zu Mama oder zu Papa oder je nachdem, wie man es ausrichtet. Ob man Sachen Spieler nimmt oder auf den Charakter. So, okay. Ich glaube, das waren alle. So, einmal sammeln, bitte. So, das Bergungsgut. Und das hier. So, das auch noch. Hey, weitere Munition. Die können wir immer gebrauchen. Wo geht's jetzt lang? Nee, ich glaube dort nicht. Ah, guck mal, ich glaube da geht's lang. Da ist auch wieder so weiße Markierung an den Rohren. Und hier kann man. Jo, super, da so hoch. Jetzt hier so rumklettern. Supi. Und rüberspringen. Klasse. So, jetzt einmal da hoch. Und so. Und hoch. Hier ist ein Pfosten. Wo muss das wohl hin? Ich würde mal sagen dort. Ja. Das Gewehr bringt da sehr viel.
Wir brauchen den Bogen. Den Sportbogen. Ich mach den Bogen. So, und einmal rüber. Ui.